dich zu sehen. Eine Frage. Bin ich in der Gegenwart oder bin ich noch in der Vergangenheit? Oder ist die Vergangenheit jetzt die Gegenwart? Oh je, Zeitreisen sind so verwirrend. Tukan sagt das nochmal. Und Schnitt. Super gemacht, Mädels. Ich dachte, dass ich die Markierung verpasse, weil ich so einen Drehwurm hatte. Du hast es perfekt gemacht. Ja, Margot, du bist wunderbar. Die Schauspielkurse haben dir wirklich richtig viel geholfen. Ja, ich liebe es einfach, Schauspielerin zu sein. Wow. Das ist ein Zeichen von Prinzessin Rain. Sie braucht vielleicht unsere Hilfe. Was ist denn jetzt los? Keine Zeit für Erklärungen. Wo sind wir hier? Wir sind im Regenbogenland. Das ist der absolut unglaublichste Ort, den ich je gesehen habe. Hier ist es einfach perfekt für einen Fantasy-Film. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Wir haben den Code Goldenes Einhorn-Notfall. Was bedeutet der Code Goldenes Einhorn-Notfall? Mein goldenes Einhorn ist verschwunden. Oh, das ist wirklich ein echter Goldenes Einhorn-Notfall. Das klingt nach einem Fall für Sherlock Holmes. Und ihre treuen Gefährtinnen. Schritt 1, Faktencheck. Wann hast du sie denn das letzte Mal gesehen? Erst heute Morgen. Wir waren im Restaurant und haben was Leckeres gegessen, als wir plötzlich überrascht wurden. Oh, wow, das wird Goldie gefallen. Aber als ich es Goldie zeigen wollte, war sie weg. Und sie hat keine Nachricht hinterlassen? Gar nichts? Nein, nichts. Sie ist ganz einfach verschwunden. Vielleicht wollte sie noch ein paar Snacks holen. Oh, alles, was ich bis jetzt gefunden habe, ist ein altes Bonbon. Da hast du mehr gefunden als ich. Oh, hallo, du hübsches Einhorn. Bubblegum, wo hast du Goldies Krone gefunden? Die Krone ist viel zu schwer. Lass mich sie für dich tragen. Ah, perfekt. Aber dir steht sie eindeutig besser. Der goldene Schlüssel. Ich habe dich gesucht, weil ich eine Überraschung für dich habe. Aha! Geheimnis gelöst. Siehst du, Goldie hat gehört, dass du eine Überraschung für sie hast. Und sie wollte sich mit Luftballons bedanken und dich auch überraschen. Und dabei wurde sie einfach weggeweht. Fall abgeschlossen. Haben es wirklich drauf. Das finde ich auch. Wie wäre es, wenn wir aus jedem Samstag ein Samtpfotentag machen? Da bin ich dabei. Eine Show über Katzen. Das ist perfekt. Und jetzt werde ich mich beim Stricken ein bisschen entspannen. Ich erstelle mein eigenes geometrisches Muster. Katzen landen immer auf ihren Pfoten. Im Gegensatz zu uns Menschen. Oh, Mädels, was ist das denn? Guck mal. Sollen wir ihr folgen? Was würde eine Katze tun? Eine funkelnde, glitzernde Straße? Der folgen wir auf jeden Fall. Yeah! Wow. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind und wohin wir gehen. Ich weiß. Das ist wirklich aufregend. Es könnte unser süßestes Abenteuer werden. Oder der verrückteste und klebrigste Moment, den wir je erlebt haben. Dass sich die magische Musik herlocken wird. Ihr seid genau pünktlich zum Tee. Oh ja, deine Einladung hat genau den richtigen Ton getroffen, Lebkuchenmann. Ist das dein Haus? Ja, das ist mein gemütliches Heim. Kommt rein, kommt rein. Fühlt euch wie zu Hause. Meine Köstlichkeiten sind eure Köstlichkeiten. Na du? Guckt mal da. Eine Wippe. Und Teetassensessel.
Drehwurm. Der Tee ist serviert. Oh. Wow. Oh, das sieht echt zum Anbeißen aus. Wer möchte ein Stückchen? Oh, wer hat denn schon von dem Zuckerguss genascht? Aber wann hat... Wie ich schon sagte, Katzen haben es wirklich drauf.